Willkommen, meine lieben Freunde der Beschwerde und willkommen zurück zu Ding Space Jetpack. Genau. Mit kleinen braunen Männern. So. Nee. Und grünen. Und kleinen grünen braunen Männern. Nein, nein, kleinen grünen braunen Männern. Die mich anspucken. Okay. Das hier noch. Stopp. Sehr schön. Ja, genau, es gab hier Time Bonus und so. Die erste Folge ist tatsächlich gar nicht so lange her. Ich habe die gerade eben erst aufgenommen. Denn dieses Spiel besitzt keine Speicherfunktion. Heißt, ich nehme die Folgen hier am Stück auf. Ohne Pause zwischendrin, beziehungsweise nur so ein bisschen Pause. Gerade hab ich noch ein Video. Ist fertig geladen. Das kommt um 15 Uhr heute raus. Also nicht unbedingt heute, weil dieses Video hier wird das zweite Video der Space Jetpack Serie sein. Heißt. Es gibt wahrscheinlich nur vier. Oh, vorgetaucht. Was? Es gab keinen Time-Bonus. Bedeutet, das wird wahrscheinlich nicht am gleichen Tag kommen wie das siebte Video der Terraria Stamped-Folge. Terraria Stamped hat echt viele Aufrufe tatsächlich. Ja. Das finde ich nicht schlecht. Ich wurde schon angesprochen auf Multiplayer-Let's Plays. Und das kann man natürlich machen. Wenn ihr zufällig Scratch-Mitglied seid, ist es noch viel einfacher. Denn auf Scratch gibt es ganz viele tolle, wunderbare Multiplayer-Spiele, die gar nicht so schlecht sind. Nur manche. So. Okay. So. Den noch weg. Okay, das Waffenpaar. Ach Mann. Was haben sie denn gerade mit den grünen Männern? Weg, weg. Rein. Und drinne. Was? Wie viel? Warum brauchen wir denn noch so viel Fuel? Und der weg und der weg. Und ist. Komm, komm. Ja! Man ist tatsächlich schneller, wenn man immer so ein bisschen mit dem Jetpack springt, während man läuft. Nee. Schildtrank, die ich noch kurz beseitigen. Und Tschüss. Ah, es ist ein Time-Bonus von 20. Es ist doch nichts. Ich glaube, die Erde hier. Oh nein. Die hat weniger Level als andere. Ich glaube nur vier oder so. Die mal oder drei. Die meisten anderen haben dann
Die meisten anderen haben 5. Insgesamt gibt es aber 16. Das heißt, dass ich das System nicht verstehe. Wobei, ich glaube, die Erde hat 3 und dann müsst ihr noch ein Level 3 haben und zwei andere dann 5. Ja, was soll das denn? Warum? Diese Gegner, die sind nicht nervig, weil sie besonders stark sind, sondern weil sie einem immer hinterher schwuppen. Kommt weg. Mit euch. Stirb. So, die Grünen, die spucken einfach nur schneller. Oh, hoch. Dieser Fallschaden, der ist unmöglich. Man macht den kleinen Hüpfer und bricht sich gleich die Beine. Er ist zwar nicht so besonders... Weg. Er ist zwar jetzt nicht so besonders hoch, der Fallschaden. Aber die Entfernung, aus der man ihn bekommt, eben auch nicht. Und tschüss. Was? Noch nicht mal ein Time-Bonus? Das ist ein Scherz. Das war doch ein Speedrun. So, abgeben, nächstes holen, abgeben und Aufgaben erledigen. So, tschüss, tschüss, tschüss. So. Oh, hier ist ein Doppelasteroid. Den hole ich mir. Ich will dahin. Okay. Oh nee, jetzt werde ich eingekesselt. Zack und zack und oh. Okay, ich muss den Laser mal ein bisschen abkühlen lassen. Hä? Das Miese an denen ist auch, die spawnen teilweise in einem. Oh, ich sehe gerade, ich habe nichts an. Und nochmal von neuem. Level 5. Weg. Das. Weg. Dann muss man immer wieder runter, um die zu besiegen. Das ist das Nervige an denen. Das Nervige allgemein an den Gegnern ist, dass sie nichts an Ressourcen bringen. Man kann 20 Gegner ermorden, wobei ich glaube, es ist gut für die Punktzahl. Die Runden, die kriegst du, die Premium-Kugel. Und Dette. So. So, jetzt kriegt ihr das Premium-Zeug. Und das nächste Waffenpower ab. Tschüss und tschüss und tschüss.
Gut. Und tschüss. Oh, ein Timebonus von 180. Das bedeutet wahrscheinlich, ich bin 180 Sekunden schneller als vorgesehen. Oh nein. Ey, die guten Kugeln. Kriegst du auch das gute Zeug? Du auch. Toll, das Waffenpower-Up, mit dem ich ihn zerstören kann, liegt gegen ihn. Mist. Ah, da ist schon das nächste. Du kriegst noch die guten. Bist du auch noch von den guten? Du kriegst auch noch gut. Mist. Okay, dann sprinte ich mal kurz hier lang. So. Und tschüss und dem Waffen-Upgrade noch das hier. Ciao. 270. Oh. Wir sind flott unterwegs hier. Ach, toll, schon wieder falscher. Ah, ich erinnere mich. Das war... Das war ein bisschen nervig, wenn man nicht unbedingt an seinen Raumschiff so gut rangekommen ist. Ey, der... Gute, das kriegst du so. Ist schon wieder vorbei. So, ich würde mir so eine Anzeige wünschen. Wann die Power-Ups vorbei sind. Shit, und dann ist auch noch einer von denen da gespawnt. Geht doch jetzt mal weg. Reingefallen. Okay, Level 8. War es auch wieder so eins, wo keine Gegner kamen? Ich glaube, es war wieder so eins. Da gab es Mist. Oder Fallschaden. Oh! Oh ja, wirklich, ganz toll. Dass wir alle mich reinsprinten müssen. Geht doch weg. Was geht denn jetzt hier ab? Was läuft hier? Was soll... Was war das? Exzellent. Toll. Kann ich das wieder nochmal machen? Weg. Heilung, das. Weg damit. Weg damit. Gib mir das, gib mir dies. Jetzt geht doch weg.
Das ist wirklich mit Abstand das Nervigste im Spiel, dass die Asteroiden zum einen so lange dauern und dass man immer wieder von vorne anfangen muss. Und alles nochmal machen muss. Okay, es läuft. Glücklicherweise brauchen die Gegner nicht so viele Kugeln. Oh, war das wieder ekelhaft. Ah, die Kugeln gehen da nicht durch. Und das Schlimme ist, sobald du einen besiegt hast, kommt sofort der nächste. Das abgeben, über den drüber fliegen, das mitnehmen. Das abgeben. Nee. Und sobald die Gegner tatsächlich wirklich in dir drin stehen, kann man sie nicht mehr besiegen. Wow, das Schiff ist fast fertig. Jetzt kümmere ich mich erstmal um den hier. Dann du. Und dann du. So, Schiff ist fertig. Eigentlich schon vollgetankt. Und ich hab's. Puh, 260. Nicht schlecht. Level 7. Das Gute ist, je größer das Schiff wird, desto leichter kann man auch diese Teile da dran stecken. Oh, elegant! Woher habe ich eigentlich die ganze Lebensenergie? Du kriegst noch die guten Kugeln. Ach toll, genau jetzt ist vorbei. Nicht die spawnen nach, Mann. Perfekt, da fällt schon wieder eins runter.
So, 190. Oh, und Level 8. Tschüss. Du noch. Und du und so. Dann hier oben drauf. Okay, und am Anfang sollte man auf jeden Fall schön dicke Fuel sammeln. Denn wenn dann erstmal die Gegner kommen. Nein! Oh. Dann wird das schon mal schwieriger. Oh. Oh Gott, ich habe nichts an. Ich glaub's ja nicht, der ist in mir drin gespawnt. Ich habe den zweithöchsten Score. Also die Folge, die wird auf jeden Fall mindestens 40 Minuten gehen. Ich kann das hier nämlich ganz sicher nicht. Also die Stage kann ich ganz sicher nicht in 10 Minuten durchspielen. Wobei, ja, gut, sind 3 Level. Heißt, Level 8 müsste ich noch schaffen, dann wäre ich durch mit der Stage. Und das würde gespeichert werden. Das heißt, die muss man auch nicht zweimal machen, wenn man sie einmal geschafft hat. Ach, komm weg. Jetzt ist er immer noch da. Stirb. Ja, die Zeit, dich auseinanderzunehmen, nehme ich mir noch. Standbild. Okay, geht wieder. Du kriegst auch noch was. Du auch noch. Der Akku steigt. Ey! Wow, 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 wow. Ach toll, ich kann keine Pause machen. Okay, es sind gerade. Okay, es sind gerade keine Gegner da, ich mach schnell. Ja, stirb! Oh, stirb! Geht drauf. Stück. So. Ach ja, perfekt. Und voll. Und tschüss! Das ist ekelhaft. Puh. Steck es ran. Ach toll, er trifft mich trotzdem. Weg und weg. Oh, tatsächlich, dieses Schild ist, glaube ich, eine kleine Regeneration oder zumindest eine schnellere Regeneration als sonst. Vielleicht hat man auch so eine Standardregeneration, ich weiß es nicht. Fuel und das hier. Das hier. Wenn die Gegner dann wieder die Deckung nutzen. Oh, du hast durchgetaucht. Hm. Und tschüss und dann noch.
Komm schon. Gib mir einen. Oh, Time-Bonus 280, aber ich hatte den zweithöchsten Score. Also das muss man sich mal anhören. Und tschüss und tschüss und tschüss und tschüss. Das nächste Teil und mit dem Waffen-Upgrade schnappe ich mir noch den hier und tüchtig. Ich glaube, ich habe das Ding schon voll getankt, bevor ich es fertigstelle. Oh! Ich muss da mal hin, ne? Danke. Da muss ich mal hin. Da muss ich mir das hier mal nehmen. Dich muss ich. Was ist denn das für ein Fallschaden? Also wirklich. Er ist so lächerlich hoch. Oh, nicht schlecht. Tschüss. Okay, die muss ich sofort ausschalten, bevor sie mir Ärger machen. Ey, komm. Nochmal kurz regenerieren. Eingesammelt. Was ist denn jetzt los? Das nervt mich hier nicht. Ich muss arbeiten. So. Und den Fuel und das und die Regeneration und schnell weg von der Seite. Tschüss. Das noch. Das hier brauche ich. Oh, was? Okay, da unten, da hinten wäre das letzte Teil. Hole ich mir mal das hier. Ist voll betankt oder wie? Ganz knapp. Okay, ganz, ganz viel Schild. Komm, der letzte. Time Bonus 40. Okay. Ist in Ordnung. Oh ja! Stage 2 ist komplett. Okay. Ich beende das Video hier. Bis zum nächsten Mal. Habt noch einen schönen Tag und tschüss.